Sich zum Kaffee treffen, am See spazieren oder einen Jass klopfen. Alles Sachen, die Leute im höheren Alter gerne machen. Der 94-jährige Hans-Jörg Müller von Emmenbrook hat aber ganz ein anderes Hobby. Er wandert auch mit seinem fortgeschrittenen Alter noch regelmässig auf die Rigi. Es ist morgen kurz nach dem 7. Der Hans-Jörg Müller startet zu Vitznau seine Wanderung auf die Rigi. 1400 Höhenmeter will er heute in Angriff nehmen. Doch das ist für ihn nichts Außergewöhnliches, denn er macht die Wanderung einmal in der Woche. Also ich finde es ein Problem, dass die alten Leute sich wenig bewegen. Wenn man im Altersheim ist, dann sitzt man auf dem Stuhl und brutal gesagt, man wartet auf den Tod. Nicht? Und das ist schade, aber es gibt sehr viele Menschen, denen bleibt nichts mehr anders übrig. Die können nichts anders. Es ist vor allem die Ruhe und die schöne Umgebung, die Hans-Jörg Müller beim Wandern schätzt. Wir gehen zuerst den Kaffee nehmen, ja. Und dann sehen wir wieder. He? Dann machen wir lieber weiter. Das gehört dazu. Ja. Der 94-Jährige ist auf der Rigi schon eine Legende. Aber er hat zu wenig Kinder. Wir haben immer Freude, wenn er kommt. Es gibt immer ganz viele Geschichten zu erzählen. Er hat zu wenig Kinder. Ah nein, es hat ja genug. So, die steile Reichbörter. Bei der Kaffeepause bleibt ein bisschen Zeit, um sich über die alltäglichen Sachen vom Leben auszutauschen. Ja, ich freue mich, wenn er kommt. Seine Ausstrahlung, seine Fitness und seine Vorträge. Das ist einfach ein spannender Mensch. Das ist für mich sehr wertvoll. Es gehört einfach heute zu meinem Leben, dass ich das da rauf kann und dass ich jemanden habe, mit dem ich mit ihnen reden kann und wo mit der Natur verbunden sind, wo jeden Tag arbeiten und ihre Sachen machen. Das ist etwas ganz Schönes. Und kein Verkehr und nichts, so einfach nur da. Ob es Hans-Jörg Müller bis ganz auf den Gipfel der Rigi schafft, das sehen Sie dann morgen im Report ab der 20.06 Uhr stündlich wiederholt.